Was ihr, was könnt, wie könnt ihr etwas verhindern, das ihr nicht kennt? Das ist mehr oder weniger genau das, was ich meine. Ich verstehe. Welche Anmaßung hinweg mit euch allen, die versuchen, die Nebel von Lyra zu lüften. Wie kann ich naja, jetzt ist sie sauer und weg. Ja, Kumpel? Ihr seid ein Licht, das die Dunkelheit durchdringt. Ihr seid auf der Suche nach Wahrheit. Ihr seid mehr, als euch je bewusst ist. Der Seher hat gesprochen, weil er die Furcht kennt, die ihr hegt und die Furcht, die euch noch bevorsteht. In der Höhle der Spinne findet ihr einen Titanit. Ihr tätet gut daran, ihn mir zu bringen. Mit verheißungsvoller Stimme teilte mir Gax hier der Seeler mit, dass mir eine düstere Zukunft bevorsteht. Da ich gerade in die lichtlosen Abwasserkanäle hinabsteige, sind seine Vorhersagen alles andere als überraschend. Gleichzeitig hat er mich aber gebeten, ihm einen Titanit zu bringen, der irgendwo da unten verborgen sein soll. Gax hier finde ich in der funkelnden Klinge. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Meine Zimmer sind die besten an der Schwertküste. So, und hier können wir nur schlafen. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Mit Vergnügen. Bürger und Auenweide Espe. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was, ihr wollt doch nach meinem Namen fragen, oder? Den will nämlich jeder wissen. Und ihr seid doch wohl keine Ausnahme. Na gut. Auenweide Espe heiße ich. Und ja, meine Eltern waren ganz begeistert von Bäumen. Das ist sehr klar und ich will jetzt keine Witze über Familienstammbäume hören. Seid ihr jetzt zufrieden? Eigentlich wollte ich nur eine Wegbeschreibung. Ja, Probleme. Was denkt ihr denn, wie ich mich fühle, hä? Brennoir, was haben Sie sich bloß dabei gedacht? Na was? Aha, eure Eltern sind also große Baumliebhaber. Vielleicht solltet ihr euch ein bisschen entspannen. Tschüss. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Eigentlich suche ich nur eine Wegbeschreibung. Wegbeschreibung? Ihr wollt gar nicht... Also gut, womit kann ich euch denn helfen? Eigentlich interessiere ich mich nur von Baldur's Tor. Was gibt es denn hier zu sehen? Tja, das Haus der Wunder ist ganz nett, wenn man so Spielereien gerne sieht. Das ist in der westlichen Stadtmitte. Allerlei Zauberei ist auch ganz nett. Das ist eher in der östlichen Stadtmitte. Ansonsten wüsste ich auch nichts. Kann ich noch sonst noch was für euch tun? Ihr habt von Bäumen gesprochen. Eure Eltern haben wohl da viel Spaß dran, oder? Jawohl. Und weg ist sie. Aber natürlich, Schätzchen. Und hier fehlt irgendwie ein bisschen was. Hallo? Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Hallo, einen schönen Tag und schönen und sonnigen Tag, wo immer auch herkommt und hingeht. Ihr bereitet einem neuen Gesicht die Hand zu reichen, bildlich gesprochen jetzt. Was könnt ihr mir über die Stadt erzählen? Die Stadt, ja, das ist ein schöner Ort von majestätischer Ausdehnung und äußerst umfassend in der Nutzung des Landes. Sie ist wunderschön und einmal gesehen will man gar nicht mehr wegschauen. Welche Schönheit und Größe spiegelt sich in den einfachen und bescheidenen Anlagen und Bürgern wieder. Alles strahlt eine in ruhende Noblesse aus, die Spatzen von den Dächern pfeifen. Sie ist ein Wunder in der Einfachheit, Baldur's Tor. Das war ja unglaublich. Ihr habt geredet und geredet, ohne irgendwas zu sagen. Verstehe. Und was macht ihr so? Seid ihr ein Abenteurer wie ich? Habt ihr in der letzten Zeit von etwas Interessantem gehört? Suchmission oder so? Suchmission? Oh ja, die Suche. Das zu suchen, was gesucht werden muss, um das zu finden, was man durch die Suche am richtigen Ort finden kann, wenn man es sich überhaupt dort befindet. Das zu entdecken, was bekannt, aber vergessen ist, aber wieder erinnert wird und erneut gesucht wird. Obwohl es von Anfang an alt war, solche Ziele verdienen es, nach ihnen zu streben. Was macht ihr so? Seid ihr ein Abenteurer wie ich? Die Abenteurerei. Eine edle Beschäftigung, bei der die Zeit wie im Fluge vergeht. Die Höhen und Tiefen der Tiefen und Höhen zu suchen, in den Fußstapfen anderer auf Pfaden zu wandern, die niemals zuvor jemand betreten hat. Die Tiefen der eigenen selbst auszuloten, während man die Welt vor der eigenen Haustür erkundet. Das ist in der Tat ein großartiges Leben und überdies einfach in seiner Komplexität. Ihr habt geredet, ohne etwas zu sagen. Tja, auf einer anderen Ebene könnte das, was ich gesagt habe, eher als gekünsteltes Nichts aufgefasst werden. Ihr habt überhaupt keine wertvollen Informationen, oder? Wenn ihr wirklich wissen wollt, ob meine Reden wissenswerte Einzelheiten
über ansonsten unbekannte Zusammenhänge oder Statistiken enthält, dann tja, nein. Ich dachte nicht. Alles klar dann. Klar. Ich verschwinde dann, in der Tat. Nun denn. Ich habe kein Interesse, mit solchen wie Ihnen zu sprechen. Ja, das können wir alles wiederholen. Ich dachte, er verschwindet. Wenn das Sie euer ist Wunsch weg. ist, aber natürlich, Ja, ich werde mich Schätzchen. im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. So, hier sind wir jetzt auch fertig. Das heißt, wir gehen in den nächsten Abschnitt. Das wäre der Hafen. Also es sind insgesamt 3x3 Abschnitte, wie man sehen kann. Also hier drei, die haben wir jetzt. Dann hier drei. Und hier drei. Wir machen erst noch die beiden, weil in den da kommen wir von hier aus nicht. Wir kommen nur über diesen Abschnitt in die oberen. Ach ja, und den Abschnitt haben wir ja noch nicht mal ganz fertig, weil wir nur den unteren Bereich haben. Also der Teil der Karte ist ein bisschen doof, weil man sieht, es gibt hier den oberen Abschnitt und den unteren und wir waren bis jetzt nur im unteren. Also haben wir jetzt gerade mal 2,5 Abschnitte. Und gehen jetzt in den vierten. Wie ihr wünscht. So, jetzt sind wir am Hafen. Könnten hier aufs Schiff. Leuchtende Laterne. Könnten sogar unter Deck gehen, aber ich glaube, da müssen wir später erst hin. Gorak, na du Wie siehst kann ich aber helfen? nicht Ich werde gerade mich im gesund Handumdrehen aus, darum Kumpel. kümmern. Ich habe nichts Wertvolles. Bitte lasst mich in Ruhe. Um eure Gesundheit und eure Kinder zu wählen, komm nicht näher. Ich wurde durch einen Fluch mit einer fürchterlichen Krankheit geschlagen, als Schlechtigkeit für, als Strafe für meine Schlechtigkeit. Krankheit, haltet Abstand. Lasst mich euch von Unkummer heilen. Nein, eure Zaubertränke nützen da wenig. Diese Krankheit kann nur geheilt werden, wenn die Schlechtigkeit und Vergangenheit gut gemacht werden. Hinter einem Bild im Wirtshaus zu den drei alten Fässern findet ihr einen Schädel meines Bruders Kerev. Bringt ihn zu Agnasia im Haus der Dame. Sie weiß, was zu tun ist. Worum geht es, wie ihr wünscht? Wenn das euer Wunsch ist. Ich weiß gerade gar nicht. Hat ja was dagegen, wenn ich bei ihm schnüffle. Nö. Ein Gegengift ist immer nett zu haben. Mit Vergnügen. Wenn das Ja, euer ich werde Wunsch mich ist. In Hand umdrehen, da, wie ihr wünscht. Oi, der Dummschwätzer. Keschel. Hi Keschel, was willst du? Hallo junger Mann, wie geht es euch denn an diesem schönen Tag? Ihr seid wohl für einen Spaziergang am Dock hergekommen, ja? Es gibt keinen besseren zum Nachdenken. Ich bin schon auf diesen Ländern und Brettern vorbeigegangen und da sind meine Sorgen weggeschwemmt worden. Habt ihr hier euer gesamtes Leben verbracht? Irgendeine Geschichte über die See, die ihr erzählen wollt? Ich habe keine Zeit, mit euch zu reden. Eine Geschichte? Oh, in der See sind mehr Geschichten verborgen, als ihr Tage eures Lebens übrig habt, Grünschnabel. Ich könnte noch die ganze Nacht lang von Piraten erzählen, die zu den Inseln von Nelanta gesegelt sind. Oder von seltsamen Händlern, deren Waren sich kaum beschreiben lassen. Ich wette, dass ihr aber am liebsten die Geschichte vom alten Baldoran selbst hören möchtet. Er war ein großartiger Mann, der weiter gesegelt ist, als sich die meisten von uns erträumen könnten. Die große Schutzmauer
Unsere schöne Stadt wurde mit seinem Geld erbaut. Ohne seine Bemühungen stünde jetzt keiner von uns hier. Das klingt wie eine Heldengeschichte. Was ist mit ihm geschehen? Es klingt, als ob er nicht mehr als ein Schmuggler war, dessen Geschichte im Laufe der Zeit aufgeblasen worden ist. Fragen wir mal nach der Geschichte. Wie war es bei großen Männern doch so der Fall ist, weiß niemand, was aus ihm geworden ist. Er hat sich eines Tages zu den berühmten Inseln von Ankorom aufgemacht und wurde nie wieder gesehen. Hin und wieder behauptet einer, dass er die Takelage seines Schiffes am Horizont gesehen hat, und in den romantischen Geschichten wird erzählt, dass er zu den Sternen gesegelt ist. Einige Zyniker meinen, er sei ganz einfach von einer einsamen Insel bei der einsamen Insel auf Grund gelaufen. Doch wenn man in dieser Umgebung so etwas erzählt, wird einem wahrscheinlich sehr schnell der Mund gestopft. Jetzt habe ich aber genug die Ohren voll gequasselt. Ich will euch jetzt ziehen lassen. Ja, das Problem ist, Baldoran ist ja auf Grund gelaufen. Ja, mein Schatz. Spoiler. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ihr seid Narren, dass ihr meinen Weg kreuzt. Bleibt mir vom Leitschlammwesen keinen Schritt näher. Ich werde so nah kommen, wie ich will. Was macht ihr so weit weg von eurer Heimat? Seid ihr nicht eine Sirene? Gehört ihr nicht ins Wasser? Ihr habt recht, ich sollte nicht hier sein, aber das spielt keine Rolle. Hinaus mit euch geht. Wie seid ihr hergekommen? Vielleicht kann ich euch irgendwie helfen. Ihr könnt nichts tun. Larias wurde von landlebenden Fischern gefangen und als Lohn in ihr Schlammland gebracht. Sie versuchen, Larias auszunutzen und sie alle sterben. Ihr werdet auch sterben, wenn ihr nicht geht, und zwar jetzt. Beruhigt euch, Larias, ich kann euch helfen. Könnt Larias nicht helfen? Sie ist zu lange nicht im Wasser gewesen. Larias ist jetzt im Sterben. Sie möchte alleine sterben. Hinaus, hinaus. Larias will nicht dumme Schlammwesen sie sterben sehen. Aber vielleicht kann ich etwas tun, um euch zu helfen. Ja, der Barde, der gerne den Damen hilft. Lass es mich wenigstens versuchen. Ihr könnt nichts tun. Lasst Larias in Ruhe. Sie sagt es zum letzten Mal, lass sie im Frieden sterben. Schon gut, ich verschwinde von hier. Danke, für Larias im Frieden sterben lassen. Okay, sie stirbt. Und lässt eine Perle zurück. Gut. Wo, wie ihr wünscht. Für euch, mit Vergnügen. Oh, und auch noch ein Türkis. Mit Vergnügen. Hier oben sind auch alle tot. Und ein Goldstück. Ja, wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bettler und Bürger. Und noch ein Lagerhaus. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Guten Tag, seid mir gegrüßt. Ich habe mir gerade aus Tiefwasser eine neue Rüstung liefern lassen. Ich fürchte, ich habe die Handschuhe irgendwo zwischen dem Hafen und hier in eine der Kisten fallen lassen. Wenn ihr sie finden könnt, bevor es jemand anderes tut, wäre ich äußerst dankbar. Norils Handschuhe. Eine Halbelfin namens Noralee sucht nach ihren Handschuhen, die sie irgendwo zwischen dem Hafen und ihrem Arbeitsplatz im Lagerhaus verloren hat. Ja, kriegen wir wahrscheinlich hin. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber ja, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Das wäre jetzt Let's Play 21. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.